Servus Leute, willkommen zurück zu Rockman 2, Deus Ex Machina. Wir haben beim letzten Mal wieder gegen Wily gekämpft und es haben zwei Striche gefehlt. Oh, Wily gerät langsam in Panik. Wie auch Osoma in Panik geraten sollte, wenn er Battletoads machen muss. Oh, das war wieder Glück. So. Jetzt bei Woodman wieder die Fresse halten. Oh nein, er springt jetzt nochmal, oder? Ne, tut er nicht. Ich weiß, ich habe geredet, aber egal. Es ist Woodman. Der ist nicht so schwer. Aber jetzt habe ich es gesagt, jetzt... Warum habe ich nicht aufgeladen? Weil ich auf die Blätter geachtet habe. Na, ja, zu früh. Nein, er springt jetzt nochmal, oder? Nee, tut er nicht. Oh, gerade noch. Oh, jetzt Heatman. Ich könnte auch Bubbleman machen. Nee, Heatman. Ey! Ich darf nicht so weit springen. Das muss ich mir merken. Jetzt kann ich Bubbleman machen. Man? Ah, shit. Nee, lieber nicht. Weil ich muss. Ich habe mich nämlich nicht getraut, das jetzt einzusetzen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ist das nicht geplant? Danke. So, jetzt mit meiner geringen Lebenskraft. Ein Versuch ist es wert. Nein, er darf nicht so nahe sein. Ja, erst recht nicht so nahe, sonst trifft er mich garantiert. Den kann ich nur so versuchen, wenn ich nicht volle Lebenskraft habe. Schön ins Nixball an die Blasen. Ich kann nichts tun! Oh, er ist reingerannt, zum Glück. Okay, ich versuch's nochmal mit Metalman. Bei Quickman muss ich dann sowieso drauf gehen. Oh.
Ach, shit. Okay, dann mache ich jetzt erst Quickman. Er hat sich geschützt. Ja, ich habe zwar letztes Mal schon bemerkt, dass er es manchmal macht, aber es ist schön dämlich von ihm, weil der bleibt da stehen und dann kann ich ihn angreifen. Ja, diese Schutzfunktion, die macht er normalerweise bei Mega Man 2, wenn man ihn mit einer Attacke angreift, die abprallt. Jetzt! So, hier warten. Airman, so Airman und Metalman wirken an sich gut hier gegen die Wily Machine, also gegen die zweite Phase. Zu früh gesprungen. Ah, shit. Ja. Soll ich es versuchen? Ja. Falsche Richtung. Ich sehe das Bällchen nicht. Wobei es jetzt weiter einzusetzen ist dumm. Ach. Ich hätte noch weiter gehen müssen, aber ich habe gezögert. Leben, S-Waffe ist ganz gut und R. Das heißt, es kommt jetzt auf die erste Phase an. Die muss ich No-Hit schaffen. Die muss ich No-Hit schaffen. Ja, jetzt kann ich sie vergessen. Ja. Es war alles oder nix mal wieder. Button Mashing Deluxe. Leider war es nix. Das macht nix. Jetzt wieder Airmans Gnade erwarten. Gut. Das heißt jetzt zurücklehnen und sterben. Ausstrecken die Beine. Und wir schlafen wieder ein bisschen ein. Tja, Osoma, wenn du das hier siehst, du hast mich mit dem Falschen gewettet. Wenn ich was will, dann schaffe ich es auch. Beziehungsweise, ich bin ja der Meinung, also der Spruch, man kann alles schaffen, wenn man will, das stimmt nicht. Das stimmt ganz und gar nicht, denn wenn man jetzt zum Beispiel sämtliche körperlichen Gebrechen hat und man will unbedingt Astronaut werden, dann schafft man es nicht, ganz egal wie sehr man es will. Deswegen vertrete ich der Meinung, alles, was man aus eigener Kraft schaffen kann, ohne Fremdeinwirken, ohne Behinderung anderer Leute, ohne Entscheidungen anderer Leute, das kann man auch schaffen. Also sprich, wenn ich mich wo vorstelle, Bewerbungsgespräch und so weiter, ja, dann man kann alles tun, was man will. Aber im Endeffekt ist der Chef derjenige, der entscheidet, ob man jetzt eingestellt wird oder nicht. Da kann man selber gar nichts dran machen. Und da heißt es nichts, ja, von wem, du kannst alles schaffen,
was du willst, wenn du es willst. Das stimmt nicht. Ihn! Gut. Lieber Airman berühren als die Stacheln. Keine Energie bekommen, verdammt. Na egal. Immerhin ist Airman weg. Ich muss sowieso ein paar Leben opfern. Bevor ich zu Wily komme. Ach, das waren nur 3 Hits. Wow, ich hätte fast zu spät gedrückt. Ich habe ihn getroffen, wie geil. Na, shit. Ein Schuss fehlt. Genau dieser eine Schuss wird ihn jetzt killen. Gut. So, die Energie reicht, glaube ich, nicht für Bubble Man. Wer weiß, wie lange ich hier jetzt schon hocke an den. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. Hä? Es schießt es immer dahin, wo ich gerade stehe. Scheiße. Der Run war jetzt richtig bescheuert. Aber egal. Heatman soll nicht das Problem sein. Flashman? Der ist das Problem. Der... Nein, falsche Richtung. Der und Airman. Und wenn ich die beiden nicht schaffe... Scheiße. Ins Nix ja, zweimal ins Nix geballert, das kann ich vergessen. Ah, oh, er ist gestorben. Das war wieder Glück. Okay, meine Lebenskraft, reicht die? Ich glaube nicht. Ich darf auch, wenn es geht, nicht so viel Air verschwinden. Warum? Ah, kleiner Sprung. Kleiner Sprung! Warum habe ich es nicht gemacht? Ach, egal. Nicht so schlimm. Alles in Butter. Da, renn rein, Idiot. Nee. Jetzt erst Bubble Man und dann Heatman. Ah, Metal Man ist ja auch noch da, scheiße. Na gut, mit Time Stop. Mit Time Stop sollte er möglich sein. Mich nicht treffen lassen dürfen. Ja, scheiße. Ja. Macht nichts. Zwei Leben. Oh shit, das macht doch was. Hallo? Weiß nicht, warum ich mit Heatman auf einmal so Probleme habe. Jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, jetzt auf einmal nicht mehr. So. Metal Man. Nicht da oben stehen. Ah, ich bin in die Note reingelaufen, ich dämlicher Trottel. Nein, nicht da oben stehen.
Ich wäre fast in die Note reingesprungen. Oh! Komm, stirb! Mach schon, das überlebst du nicht! Er überlebt es, ich fasse es nicht. Ah, das hat er aber nicht überlebt. So, ich habe R, ich habe S. Und ich habe 2 Leben. Zwar keine volle Energie, aber es macht nichts. Es waren 3 Hits, wie geil. Soll ich? Ja. Ah, shit. Ich bin reingelaufen. Okay, erste Phase, bestenfalls No-Hit. Wenn ich es nicht No-Hit schaffe, dann kann ich es eigentlich vergessen. Ja! Ja, jetzt kann ich es vergessen. Wenn ich Lebenskraft verloren habe, schaffe ich die Phase No-Hit. Aber wenn ich volle Leben habe, schaffe ich es nicht. Ich bin reingelaufen. Dämlich von mir. Dämlich von mir. Ich würde gern wissen, wie lange ich hier zwischendurch sitze. Etliche Stunden. Also insgesamt. Wieder auf deine Gnade hoffen. Natürlich habe ich die Stacheln berührt, das heißt, die kann ich vergessen. Okay. Fang jetzt bitte nicht wieder so an, Ermann. Wir hatten gerade so ein gutes Verhältnis. Wir hatten gerade so eine gute Beziehung zueinander und dann gehst du fremd und dann... Ich kann keinem vertrauen, der einmal fremd gegangen ist. Für mich spielt Treue... Ja, Treue ist für mich unglaublich wichtig in einer Beziehung. Ehrlichkeit auch, ja. Aber Treue ist, glaube ich, wichtiger. Denn ganz im Ernst, jeder hat so ein oder zwei kleine Geheimnisse, die er niemandem anvertrauen will. Aber wenn ich weiß, okay, meine Freundin geht mir fremd, oder ist mir fremd gegangen, wie auch immer. Naja, ich will nicht sagen, einmal fremd gehen, immer fremd gehen, aber trotzdem, das wäre sowas, das könnte ich gar nicht ab. Egal. Schon wieder diese verfickten Spikes. Okay, wieder zurücknehmen, wieder gequietschen. Ist mir scheißegal, ob sie noch gestört. Ihr könnt mir ja einen neuen Stuhl kaufen, wenn es euch stört. Obwohl mein Stuhl gar nicht so alt ist, aber... Die meiste Zeit hocke ich nun mal im Stuhl, weil ich habe hier nichts anderes. Ich habe hier ein Bett. Ich habe hier ein Bett und einen Stuhl. Nämlich den Stuhl, auf den ich hocke. Ich habe keine Couch oder so. Oder zumindest nicht mehr. Früher hatte ich eine. Aber früher war mein Zimmer auch größer. Oder besser gesagt nicht größer, aber früher hatte ich quasi so ein Zweiraumzimmer. Da hatte ich so eine Art Vorzimmer und Hauptraum.
Und jetzt habe ich ihn nur einen Zündung. Immer noch eins. Ist wahrscheinlich das letzte. Ne, es kriegt Bubble Moon. Airman ist immer noch die größte Flasche aller Zeiten. Clashman, der geht. Da habe ich mittlerweile einigermaßen eine Technik. Clashman ist aber auch scheiße. Nee. Ja. Schon wieder diese scheiß Stacheln, ich hätte es überlebt. So hat wenigstens irgendjemand, der im Death-Counter macht, was zu tun. Aber ich glaube, niemand ist so krank. Nicht mal Final. Ich wollte schon sagen, warum passiert nichts, weil ich gerade nicht hingeguckt habe und nur aufs Geräusch geachtet habe. So, wieder richtig hinsetzen. Und ich wette, irgendjemand schreibt das von mir, ja, dein Stuhl klingt lustig oder so. Naja, ich finde es eigentlich nicht so lustig, weil im Let's Play stört es eigentlich, aber dieses Let's Play ist mir quasi egal. Es ist mir nicht wirklich egal, aber es ist mir quasi egal. Wegen diesen verrotzten Stacheln ist es mir quasi egal. So, jetzt Bubbleman kriegt auch ein paar Tode auf seinen Girokonto. Und warum das Ganze? Weil er mal trocken ist. Da muss man gar nicht wirklich analysieren, da hat man das Ganze schon vor Augen. Ich werde sterben. Das ist so dumm. Sowas demotiviert einfach. Ja, nicht weil es auf Schwierigkeit ausgelegt ist, sondern weil es auf Glück ausgelegt ist. Hab Glück, schaff ihn, wenn nicht, versuch's gar nicht erst. Und in dem Fall sind die ganzen Leben einfach nur nervig. Ansonsten sind sie nützlich, ja. Aber in dem Fall ist, wenn man wirklich sterben will, ist es nervig. Naja, mach. So,
Mozartaler, einer von zweien. Du wirst mich jetzt angucken. Wenn ich sterbe, wirst du gefressen. So einfach ist das. Werden dich gehabt. Erstmal darf Mega Man auch ein bisschen sterben. Killst mich nicht, der Stachel killt mich. Ha ha ha. Hast dich abgemüht für nix und wieder nix. Ich könnte jetzt alle möglichen Beleidigungen in den Kopf werfen, aber die sind ja alle nicht würdig genug. Weil das, was du bist, ist jenseits sämtlicher Beleidigungen. Ne, ich hab ne Beleidigung für dich. Airman. Genau, das ist die Beleidigung. Airman. So, und jetzt komm. Du Airman, du. Natürlich macht er wieder die Position. Ja. Komm. Ich wollte nicht von ihm, ich wollte von seinen Tornados. Der Stachel hat mich schon wieder gekillt. Ah, das ist doch wohl zum... Ich wollte Mäuse melken sagen, aber nee. Zum Ziegen melken, genau. Warum? Weil man eine Ziege wirklich melken kann. Ich glaube, das würde ich jetzt viel lieber machen, als wir hier aufzunehmen. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie man eine Ziege melkt. Wobei, doch, in gewisser Weise. Ich habe meiner Mutter früher oft zugesehen, wie sie unsere Ziegen gemolken hat. Weil wir hatten ja früher auch Ziegen. Und auch welche, die Ziegenmilch gegeben haben. Die Ziegenmilch ist irgendwie... Yeah. Sie schmeckt gut, aber das, was mich stört bei der Ziegenmilch, genauso wie auch bei der Kuhmilch, ist diese ganzen Hautfetzen. Die schmecken widerwärtig. Bei der Kuhmilch ist es noch schlimmer. Aber Kuhmilch schmeckt mir nicht. Ziegenmilch aber schon. Warum berühre ich auf ihn? Danke. Er hat mal wieder einen gnädigen Run gezeigt. Obwohl ich ihn einmal berührt habe. Gut. Das ist ein reines Geduldsspiel hier. The Great Agent Wily. Ne? Ah ja, guck nach links. Er springt nochmal. Ja. Egal.
Man darf endlich mal wieder die anderen Bosse sehen. Halleluja! Ja. Aber das Schlimmste war das jetzt ja noch gar nicht. Ich muss Flashman ja auch noch schaffen. Airman und Flashman, wenn ich einen der beiden verkacke, kann ich's vergessen. Super. Ich habe einen Doppelhit kassiert und er free. Ja, ich werde verlieren. Hätte ich wenigstens noch die Hälfte der Waffenenergie. Aber so werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Schade. Gut, dass Bubbleman noch da ist. Kann ich sterben. Da schaffe ich mal Airman und dann das. Wie gesagt, wenn ich einen der beiden verkacke, ist vorbei. Es ist jetzt wieder Punkt Mitternacht. Mhm. Ich hoffe, ich nehme diesmal nicht bis 7 Uhr morgens auf. Und gut, nach dem Part hier... Also, nee, nach dem Part mache ich nicht Schluss, aber ich wollte sagen, nach dem Game Over hier mache ich Schluss. Für den Part, das wollte ich sagen. Gut, das war Rockman 2 Deus Ex Machina. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.